und wir kommen damit zur Innenpolitik. Lässt man die Woche Revue passieren, dann hat man einmal mehr das Gefühl, dass die Noch-Regierung derzeit vor allem eines gut beherrscht: das gegenseitige Blockieren. Und das sieht mittlerweile auch der Bundespräsident so. Er hat heute SPÖ und ÖVP zur Ordnung aufgerufen. Es gehe darum, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen, appelliert Van der Bellen nicht nur an die Regierung, sondern auch an die Opposition. Ungeachtet dessen hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache von der SPÖ heute eine Klarstellung verlangt, wie sie es mit den Freiheitlichen halte. In dem Interview mit der Austria Presse Agentur sieht sich der FPÖ-Chef übrigens als Außenseiter in die Wahlstaaten. Eine Einschätzung, die nicht von ungefähr kommt, denn Strache läuft Gefahr, zwischen den beiden Slim-Fit-Konkurrenten Kern und Kurz zerrieben zu werden, glauben zumindest Politikberater. Ulla Kramer-Schmidt und Patrick Hiebler berichten. Der Mann hatte gut lachen. Über Jahre war er der Einzige mit über 30% in den Meinungsumfragen, also stets die Nummer 1. Nur die SPÖ ein ernstzunehmender Konkurrent, die ÖVP weit abgeschlagener Dritter. Ja, Heinz-Christian Strache war gut unterwegs. Doch dann kommt er mit frischem Wind, die FPÖ plötzlich Dritter im Umfrageranking. Laut Meinungsforschungsinstitut OGM liegen die Blauen in der Sonntagsfrage mit 24% weit hinter der erstplatzierten ÖVP. Die Freiheitliche Partei hat tatsächlich ein Themenproblem. Wir wissen aus den Befragungen, dass natürlich das Thema Zuwanderung und Integration ein ihrer großen Leib- und Magenthemen ist. Aber Sebastian Kurz hat sich in den letzten Jahren enorme Glaubwürdigkeit hier aufgebaut. Womit sich auch der Zulauf zur ÖVP erklärt. Die ÖVP grast derzeit auf den Gründen der Freiheitlichen Partei. Man wird sehen, wie weit die Freiheitliche Partei hier im Terminus technicus heißt, dass einen Damm errichten kann, dass es keinen weiteren Abfluss an Wähler und Wählerinnen gibt. Nun, so gesehen hat Heinz-Christian Strache heute aufgezeigt. Für die ZIP2 war er zwar nicht erreichbar, aber für die Austria Presseagentur. In dem Interview gibt sich der längst dienende aller Parteichefs erst locker. Ich komme erst ins politisch beste Alter. Dann hart. Dass man da Kindergärten, die dem politischen Islam zuzuordnen sind, einfach nicht genehmigt. Auch Vereine und Moscheen nicht genehmigt, sondern auflässt, die dem politischen Islam zuzuordnen sind. Bis hin, dass selbstverständlich IS-Rückkehrer aus Syrien die Staatsbürgerschaft zu verlieren haben. Und bei der Gelegenheit teilt Strache auch gleich der SPÖ mit, was er von ihr erwartet. Die SPÖ hat bis heute einen Bundesparteitagsbeschluss, der grundsätzlich ausschließt, mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Und solange es so einen Beschluss gibt, kann man nicht verhandeln. Also das muss die SPÖ schon selbst klären und vor einer Wahl auch geklärt haben. Nun hätte die FPÖ aber, wenn sie die SPÖ verprellt, auch nur die ÖVP als Koalitionsoption. So gesehen sei dies unter Taktik einzureihen, meint der Politologe. Es geht um Destabilisierung der SPÖ. Und nachdem diese Partei bei genau dem Thema exakt sehr zerstritten ist, ist das keine schlechte Strategie. Ähnliches verfolge Strache in Richtung ÖVP, wenn er im Interview gegen die Registrierkasse oder das Rauchverbot zu Felde zieht. Immerhin ein Ärgernis in der Gastronomie. Der Wirtschaftsbund ist eine ganz wichtige Teilorganisation im Wahlkampf für die ÖVP und damit kann Strache natürlich Unruhe dort auslösen. Zu guter Letzt will Strache die Menschenrechtskonvention überdenken, in Anlehnung an die britische Premierministerin Theresa May, die das ja im Wahlkampf gefordert hat. Wie man heute weiß, mit überschaubarem Erfolg.